Naja, während Corona war es natürlich vor allem finanzielle Unterstützung. Also wovon können Sie jetzt leben während Corona, während Sie nicht arbeiten können? Und eigentlich unterscheidet sich das dann gar nicht groß von der normalen Tätigkeit, weil es da ganz viel darum geht zu schauen, Ihnen erstmal zu erklären, dass Sie selbstständig sind, was zur Selbstständigkeit dazugehört und unter welchen Umständen man eben Anspruch auf Sozialleistungen hat. Und wir unterstützen vor allem darin, dass Ihre Buchführung dann rückwirkend aus dem Gedächtnis nochmal erstellen können, dass wir Kontakt mit dem Betreiber aufnehmen, nochmal gucken, ob wir da rückwirkend Quittungen oder Ähnliches erhalten und gehen dann natürlich vor allem in den Streit mit dem Jobcenter, wo es immer wieder darum geht, inwieweit die Unterlagen, die eingereicht werden können, die die Frauen halt haben, inwieweit die ausreichend sind. Also die Probleme im Moment für die Sexworkerinnen sind so, dass sie selber nicht richtig wissen, wie sie das Konzept erstellen sollen, das Hygienekonzept. Es gibt keine Regeln von der Politik, die sagen, das und das muss es beinhalten. Es gibt von Verbänden Konzepte, die aber nicht an die Sexarbeiter herangetragen werden. Das ist das eine große Problem. Und das zweite große Problem sind die Sprachbarrieren. Es gibt viele Sexarbeiterinnen, die dem Deutsch nicht ganz so mächtig sind und die Konzepte sind für sie in der deutschen Sprache nicht verständlich. Die Sexarbeiterinnen sind momentan alle selbstständig. Das heißt, sie sind selbst für sich verantwortlich, um sich sozial abzusichern. Das heißt, sie müssen selber Geld in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, in die Rentenversicherung, in die Krankenversicherung, was sehr, sehr schwierig ist, weil gerade migrantische Frauen nicht genügend professionalisiert sind, um all diese Dinge erledigen zu können. Daher ist es unbedingt wichtig, dass diese Frauen professionalisiert werden, damit sie diese Dinge erledigen können und auch verstehen können. Und wenn da gar nichts möglich ist, was leider viel zu oft der Fall ist, dann gucken wir eben, inwieweit wir sie in die Wohnungslosenberatung sozusagen unterbringen. Also da gibt es ja in allen Städten Möglichkeiten. Das ist natürlich jetzt nicht gerade das beste Ergebnis, vor allem aus unserer Sicht, wenn dann teilweise Frauen seit vielen, vielen Jahren hier in Deutschland arbeiten, Steuern gezahlt haben und dann noch nicht mal Anspruch auf Leistungen haben oder die nicht durchkriegen. Anspruch haben sie faktisch schon, sie können es nur nicht beweisen und deswegen kriegen sie es halt nicht. Das ist einer der wichtigsten Tätigkeiten und da braucht es einfach vor allem Kenntnisse darüber, wie Steuern im Bereich Prostitution abgeführt werden und es braucht Kontakte. Davon lebt ganz viel, dass ich einfach weiß, da die Wirtschafterin, mit der hatten wir einen guten Kontakt, dann rufe ich mal die an, vielleicht kann die nochmal auf den Betreiber einwirken oder sie hat überhaupt die Nummer, weil die sie auch nicht so gerne rausgeben. Also das sind ganz wichtige Punkte. Eine sehr geringe Anzahl an Fallzahlen, an Zwangsprostitution und auch an Menschenhandelsdelikten. Wir bewegen uns in den vergangenen Jahren im sehr niedrigen, einstelligen Zahlenbereich. Das Erkennen von Straftaten hängt einerseits vom polizeilichen Kontrolldruck ab. Auf der anderen Seite ist es so, dass zumeist die Prostituierten, die wir feststellen, so denn sie tatsächlich Opfer von einer Straftat geworden sind, aus vielerlei Gründen keine Anzeige bei der Polizei erstatten. Eine Beratungsstelle, an die sich die Kriminalitätsopfer wenden könnten und könnten dort auf einer vertraulichen Basis im Grunde genommen auch darüber berichten und in einem weiteren Prozess könnten diese Informationen an die Polizei weitergegeben werden. Und über diesen Weg bestünde eine Möglichkeit, das Dunkelfeld, welches wir vermuten, in diesem Bereich noch weiter aufhellen zu können. Durch die verschiedenen Positionen im Fachgespräch wurde deutlich, dass nicht nur einerseits die Ausstiegsberatung ganz wichtig ist, sondern auch das Empowerment von SexworkerInnen. Und zwar eine Beratung in finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten, weil sich ganz oft die Vorgaben in den verschiedenen Bundesländern unterscheiden, teils von Kommune zu Kommune. Und natürlich kannst du deine Rechte nur wahrnehmen, wenn du diese auch kennst. Wir streiten deshalb dafür, dass im nächsten Haushalt endlich Gelder für die erste unabhängige Beratungsstelle in Thüringen eingerichtet werden, damit wir SexarbeiterInnen in Thüringen die nötige Beratung und Unterstützung bieten können, die sie eben brauchen.